echt schön. Ja, unser erstes Getreidefeld ist quasi angelegt. Ich würde sagen, das Haus bauen wir dann hier neben. Und wir sammeln jetzt erstmal noch ein bisschen Erde. Oder Holz wäre auch gut. Was sagt denn die Sonne? Die Sonne sagt, sie will gleich untergehen, dann sammeln wir jetzt erstmal Erde. Und morgen gehen wir ein bisschen Holz sammeln und erkunden mal noch ein bisschen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was zu essen. Und ja, mal schauen. Ja, das Erde abbauen. Man kann eigentlich nie genug Erde haben. Das merkt man immer wieder bei Minecraft, wenn man große Krater oder auch Ozeane mit Erde zulegen will. Wie gesagt, bei meiner Monsterfalle bin ich da gerade auf dem Multiplayer-Server dran. Das ist ganz schön erdkostenintensiv. Ich hätte am besten vorher überlegt, wo ich die Monsterfalle baue und wie groß sie wird. Dann hätte ich mich für ein flaches Stück Erde irgendwo mitten in der Wüste oder so entschieden und nicht für so ein Inselteil. Gut. Ist das ein mega toller Berg. Ich würde sagen, wir pflastern schon mal noch ein bisschen Erde hier rein. Weil prinzipiell können wir das ja alles so ein bisschen angleichen. Zack, 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 zack. Weil prinzipiell können wir wahrscheinlich jetzt auch schlafen. Dann gehen wir mal schlafen. Und hoffen darauf, obwohl ich mache da noch Fackeln dran. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, wenn da Fackeln sind, dann wächst das sogar nachts weiter. Fände ich sehr gut. Toll. Die Fackeln sieht man hier schön, die verbinden sich schön mit den Zäunen, sodass sie auf diesen äußeren Pfosten stehen. Sehr ansehnlich, wie ich finde. So. Hier haben wir jetzt ein schönes Tor, da kann man rein und rausgehen. Gut. Es wird mir zu dunkel. Mit Weißen wir übrigens schon Level 3. Okay, hier sind irgendwo Monster. Wahrscheinlich in diesem Raum. Ich sehe es schon. Eine Spinne. Wir haben uns unsere erste kleine Monsterzucht gebaut. Und der Pilz wächst natürlich noch nicht. Grandios. Na gut. Wir schauen später nochmal rein. Wenn da jetzt jede Nacht eine Spinne ist, können wir uns auch bald einen Bogen oder sogar eine Angel bauen. Angeln ist hier in Minecraft so eine Sache. Es ist einfach ziemlich nutzlos von Haus aus. Gut, man hat Essen unendlich viel quasi. Moment, ich muss jetzt wieder aufpassen, dass uns nichts auf den Kopf hüpft. Ja, ich habe auch schon einen Plan für ein Dach an der Stelle. Das machen wir jetzt, glaube ich, als nächstes, damit wir da nicht ganz so vorsichtig rausschleichen müssen. Ach ja, ich war beim Angelthema. In der Zeit, wo wir den Creeper verkloppen. Also das Angeln bei Minecraft ist ja an für sich ziemlich sinnlos. Allerdings habe ich dann ein sehr schönes Add-on gefunden für unseren Multiplayer-Server. Das ist auch das einzigste richtige Add-on, was ich hier installiert habe. Und zwar weiß ich den Namen leider gerade nicht, aber das werde ich, denke ich, in der Beschreibung nachliefern. Und das kann man auf dem Bucket-Server sehr einfach installieren. Und das hat den Effekt, dass beim Fischen zum Beispiel, nicht nur Fische, sondern auch ab und zu mal ein paar angeschlagene Rüstungsteile oder Werkzeuge mit rauskommen, halt Schätze. Und das ist an sich ganz nett. Was schwebt denn da? Ja, ich schau mal kurz. Was da so schwebt. Sieht aus wie Sand. Naja. Nicht, dass wir schon genug Orte haben, die wir noch irgendwann erkunden wollen. Jetzt sehen wir auch noch tolle Sandgebilde in der Luft schweben. So, erstmal das Gras hacken. Denn Samen kann man nie genug haben, wenn man Tiere züchten will. Wie sieht man schon, es wächst das erste. So, gesagt hatte ich, wir wollten Holz holen. Dafür brauchen wir eine Holzfäller-Axt, die haben wir dabei. Also gehen wir mal Richtung Wald. Ich glaube, wir nehmen uns mal da den Gravel mit.
Vielleicht finden wir mal einen Feuerstein. Fände ich gut. Nein. Ohne Feuerstein, ohne mich. So. Wald, Wald, Wald. Da ist richtig viel Wald. Ist hier auch viel Wald. Dann machen die Bäume weg. Und wenn nicht, dann gehen wir in den Wald. Gehen wir in den Wald. Da hat's genug Bäume. Und noch ein bisschen Erde mitnehmen. Ja, ja, ja. Ein Hühnchen. Aber ich denke, die Hühnchen lasse ich erstmal noch leben, denn ich hoffe einfach mal, dass unser Getreide gleich so weit ist. Bezüglich einer Hühnerfarm machen wir, denke ich, direkt eine kleine Lege-Hühner-Fabrik-Batterie-Dingend. Wie auch immer man es nennen will. Bei Hühnern ist es eigentlich ganz... Hallo? Ja, da sind wir wieder. Ich habe mir gerade aus Versehen das Mikrofonkabel aus dem Rechner gezogen. Vielleicht kann ich das auch noch rausschneiden, mal schauen. Naja, weiter geht's beim Holzhacken. Da liegt Eisen. Der Geiz in mir befiehlt mir jetzt eigentlich, da runter zu steigen und dieses Eisen aus der Wand zu prügeln. Aber eigentlich wollte ich ja Holz hacken, um das Dach zu bauen. Jetzt kommen wir oben wieder nicht dran. Ich hasse sowas. Erde. So. Wieder hin. Könnte ja noch irgendwo sein. Wo komme ich denn da? Oh, Eisen und Kohle. Und ein Huhn. Das sind schon ziemlich coole Katakomben hier. Und die Hacke ist fast kaputt. Nein. Und die Hacke ist kaputt. Nein. Hoch 2. Na gut. Was soll der Geiz? Wir haben ja gerade Holz gehackt. Und mit unserem Holz craften wir uns jetzt einfach mal ein Crafting Table und basteln uns den nach da und machen uns jetzt einfach mal. Wir haben es ja, eine Spitzhacke. Da drauf und Hunger! So. Hier sind ja schon ein paar extrem dunkle Stellen bei. Sehr gruselig. Ich muss sagen, ich finde Minecraft ist prinzipiell eh ein Spiel. Es gibt nicht viele Spiele, wo ich mich so erschrecke bei. Man ist einfach so tief in das Spiel eingetaucht und dann kommt irgendwo ein Creeper um die Ecke und explodiert oder man wird von irgendwo von Pfeilen angeschossen und sieht einfach nicht, woher es kommt. Das ist schon sehr frustrierend. War das jetzt das Eisen, was ich holen wollte oder? Oh, Eier. Oder nicht? Naja. Eigentlich wollten wir Holz holen. Das fällt natürlich erstmal da runter. Grandios. Da ist noch eins. Genau, dieses Add-on. Also dieses Plugin für den Bucket-Server, das ich bei uns installiert habe auf dem Multiplayer-Server, was ich dann noch vorstellen will. Das hat nicht nur dieses Fischen als Verbesserung, sondern auch prinzipiell für jede handwerkliche Tätigkeit gibt es Skillpunkte. Zum Beispiel fürs Holzhacken kriegt man Skillpunkte. Und das schlägt sich jeweils darin nieder, dass man einen passiven Wert erhöht. Beim Holzhacken zum Beispiel hat man dann eine Doppel-Drop-Chance. Das heißt, aus einem Holzblock kommen dann plötzlich 2 raus durch Zufall.
Das ist an sich ganz nett gemacht. Und man hat wenigstens so einen kleinen Ansporn, viel Holz zu hacken, damit man diesen Skill ein bisschen höher kriegt. Finde ich persönlich ganz angenehm. Ich mag einfach leveln, das liegt irgendwie in mir. Seit Secret of Mana level ich alles. Und das gibt es auch für die Erze bei Minen, dass es da Doppeldrops gibt. Das ist natürlich besonders bei Diamanten voll toll, wenn man dann auf einmal statt 4 so 6 rauskriegt, ist doch schon angenehm. Oder auch, was sehr angenehm ist, ist das der Skill fürs Schaufeln. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Auf jeden Fall hat der nicht diesen Doppeldrop, sondern da gibt es spezielle Drops. Zum Beispiel, ich höre eine Spinne. Ach, da unten ist doch eine Höhle. Das sehe ich doch. Das sehe ich ganz genau. Da ist doch die Fackel. Ich markiere die Stelle nochmal mit einer zweiten Fackel. Ich denke, das könnte eine schöne Höhle sein. Ich höre auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich hierher laufe, irgendwelche Monster. Aber da es nicht die gleichen sind, ist das vielleicht kein Spawner, sondern einfach nur eine extrem dunkle Höhle mit extrem vielen Monstern. Wo ich stehen geblieben war, bei dem Add-on, beziehungsweise dem Plugin für den Bucket-Server. Dort hat das Schaufeln die Eigenschaft, dass da durch Zufall spezielle Sachen aus den Feldern kommen zwischendurch. Zum Beispiel bei Erde ist es relativ früh so, dass ab und zu Glowstone herausfällt, der ja eigentlich sonst nur im Nether zu kriegen ist. Das ist an sich ein ganz schön nettes Nebenprodukt, finde ich, was das Erdeabbauen um einiges interessanter macht. Denn wenn man vorher das macht und man dann immer nur die dumme Erde da rauskriegt, ist das natürlich nicht so prickelnd. Aber so ist das schon ganz angenehm. Und ich finde, Glowstone kriegt mir auch im Nether eigentlich genug, daher ist es nicht wirklich eine Erleichterung, also ein Cheaten, finde ich. Deswegen ist das eigentlich ganz nett. Das muss natürlich jeder für sich selbst wissen, ob man sowas benutzen will. Wir haben jetzt natürlich nichts zu essen geholt. Warum erinnert mich denn keiner daran? Wir hatten doch irgendwo Schweine hier. Da ja Schnitzel gefordert waren, denke ich, könnten wir uns mal ein paar Schweine suchen. Oh, da ist ein NPC-Dorf. Ich würde sagen, ich mache jetzt eine ganz kurze Aufnahmepause. Und danach gehen wir zu diesem NPC-Dorf und plündern die Getreidefelder. Denn eventuell sind da schon ein paar Reife bei und dann kriegen wir da schon mal Getreide und Essen und wir gucken uns einfach mal ein Dorf an. In dem Sinne, bis gleich.